Der amerikanische Komiker und Schauspieler Sam Kinison wollte wie viele andere im Showgeschäft reich und berühmt werden. Sein Vater war ein Pastor, während Sam Kinison Jesus öffentlich verspottete, indem er sich als Jesus während des Abendmahls abbilden ließ, allerdings nicht mit 12 Aposteln, sondern mit 12 leicht bekleideten Frauen. Denn das letzte Abendmahl verbindet er nicht mit dem Lebensstil seines gläubigen Vaters, sondern mit seinem eigenen Lebensstil, nämlich mit Partys und halbnackten Frauen. Doch diese Gotteslästerung und seine Drogenexzesse sollten ihm schließlich zum Verhängnis werden. Im Buch Handbuch der fantastischen Fernsehserien schrieb Winfried Gerhardt auf Seite 35: Darsteller Sam Kinison wurde in den USA durch seine Saturday Night Live Auftritte und durch seine Drogen- und Alkoholabhängigkeit bekannt. Nur wenige Monate nach Einstellung dieser Serie starb Kinison durch einen Autounfall. Sam Kinison starb am 10. April 1992. Am 27. Juli 1979 wurde das Lied Highway to Hell von AC/DC veröffentlicht, also Autobahn zur Hölle, das der britisch-australische Sänger Bon Scott gesungen hat. In diesem Lied heißt es: Ich bin auf der Autobahn zur Hölle. Satan, bezahle meine Schulden. Laut Bibel wissen wir, dass Jesus unsere Schulden am Kreuz mit seinem Blut bezahlt hat, doch Bon Scott sang im Lied Highway to Hell, dass Satan die Schulden bezahlen soll. Am 27. Juli 1979 wurde das Lied Highway to Hell veröffentlicht und nicht mal ein Jahr später starb Bon Scott, nämlich am 19. Februar 1980. Bon Scott starb an einer Überdosis Alkohol und wurde tot in einem Auto auf dem Highway gefunden, und dieser könnte in der Tat in die Hölle geführt haben. Einer der bedeutendsten Rocksänger der 70er und 80er Jahre war Freddie Mercury von der britischen Rockband Queen. Im Lied Great King Red singt Freddie Mercury folgendes: Lösch das Gute aus und behalte das Schlechte. Glaubt nicht alles, was ihr in der Bibel lest. Nun hätte Freddie Mercury mehr auf Gott gehört und der Bibel vertraut, dann wäre der Queen-Sänger am 24. November 1991 nicht an AIDS gestorben, was vor über 25 Jahren geschehen ist, denn irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten, früher oder später. Shalom und willkommen zu einem Video, in dem wir mal wieder hinter die okkulten Kulissen der Unterhaltungsindustrie schauen wollen. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Rapper der Welt ist Jay-Z, der nicht nur ein Lied mit dem Titel Lucifer geschrieben hat, sondern auch im Lied Empire State of Mind deutlich macht, was er von Jesus und der Kirche hält. So heißt es in diesem Song: Jesus kann dich nicht retten. Das Leben beginnt, wenn die Kirche endet. Ein Musiker wie Jay-Z, der enorm viel Einfluss auf die Jugend von heute hat, sagt ihnen also praktisch ins Gesicht, dass Jesus ein Niemand und die Kirche überflüssig sei. Auch der Musiker Marilyn Manson sagte, dass er hofft, dass er als die Person in Erinnerung bleiben wird, die dem Christentum ein Ende bereitet. Doch manchmal ist die wahre Absicht und Botschaft, die in manchen Liedern steckt, nicht so leicht zu erkennen. Schauen wir uns mal ein Lied vom Sänger John Lennon an, der ja früher Mitglied bei den Beatles war. Im weltbekannten und so harmlos klingenden Lied Imagine singt er folgendes: Stell dir vor, es gibt kein Himmelreich. Stell dir vor, es gäbe keine Länder und auch keine Religionen. Und die ganze Welt wird eine Einheit, eine Menschheit in Brüderlichkeit. Das klingt ja auf den ersten Blick nach einer Welt, die man sich wünschen würde, doch es lohnt sich mal einen zweiten Blick auf dieses Lied zu werfen.
Denn wenn es kein Himmelreich gibt, dann gibt es auch keinen Gott. Wenn es keine Länder mehr gibt, dann gibt es auch keine Grenzen mehr. Wenn es keine Religionen mehr gibt, dann gibt es natürlich auch kein Christentum mehr. Und wenn die ganze Welt eine Einheit ist, dann haben wir auch eine Weltregierung und ein Weltvolk, da wir dann alle Brüder und eine Menschheit sind. Nun, das hört sich doch sehr nach der neuen Weltordnung der Globalisten an, die wir als Christen natürlich ablehnen. Eine der erfolgreichsten Popsängerinnen ist Katy Perry, die in einem Interview kein Hehl daraus macht, dass sie ihre Seele dem Teufel verkauft hat, was ja viele Stars der Unterhaltungsindustrie gemacht haben. Ein christlicher Pastor sagte über ein Lied von Katy Perry folgendes. Pastor sagt, Katy Perry singt im Lied E.T. über die Anbetung und eine körperliche Beziehung mit dem Teufel. Katy Perry soll im Lied E.T. über die Anbetung des Teufels und über eine körperliche Beziehung zum Teufel gesungen haben? Nun, klingt verrückt, aber genau derselben Meinung bin ich auch. Schauen wir uns mal einige Textpassagen des Liedes E.T. an. So heißt es: Du bist so hypnotisierend, könntest du der Teufel sein, könntest du ein Engel sein? Füll mich mit deinem Gift, du bist ein Außerirdischer. Katy Perrys Frage, ob das der Teufel oder ein Engel sei, können wir auf jeden Fall mit Ja beantworten, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts, weswegen er auch Luzifer genannt wird, also Lichtbringer. Wenn Medien behaupten, dass Katy Perry auf der Seite des Teufels steht, dann ist es das eine. Doch was wäre, wenn ihre eigenen Eltern dies behaupten? Nun, Katy Perrys Vater sagte, dass sein Mädchen Katy Perry ein Kind des Teufels ist, weswegen er die Gemeinden dazu aufgerufen hat, für seine Tochter zu beten. So heißt es in diesem Artikel außerdem. In Santa Fe Springs, Kalifornien, rief Keith, also der Vater von Katy Perry, Sie fragen, wie kann ich predigen, wenn ich ein Mädchen zeige, das darüber sann, ein anderes Mädchen zu küssen? Ich war bei einem Konzert von Katy, wo 20.000 waren. Ich beobachte diese Generation und sie wollten es. Es sah fast aus wie eine Kirche. Ich stand da und weinte und weinte und weinte weiter. Sie lieben und beten das Falsche an. Nämlich Satan, den Teufel, der im Gegensatz zum Gott der Bibel auch nichts dagegen hat, wenn Schwule und Lesben heiraten, weil Satan die Menschen dazu bringen will, dass sie die Gebote Gottes brechen, damit er und seine Dämonen Einfluss im Leben der Menschen gewinnen. Im Lied I Kissed a Girl singt Katy Perry darüber, dass sie ein Mädchen küsste und es ihr gefallen hat. Doch schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. Im ersten Kapitel des Römerbriefes heißt es ab Vers 26, Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und so wie Freddie Mercury seine Quittung bekommen hat, so werden auch die anderen okkulten Stars der Unterhaltungsindustrie ihre Quittung bekommen, früher oder später, aber spätestens im Gericht Gottes. Eine weitere sehr erfolgreiche Popsängerin ist Ariana Grande, die unter anderem ein Lied mit dem Titel God is a Woman gesungen hat, also Gott ist eine Frau. Wie man auf solche merkwürdigen Lieder kommt, macht Ariana Grande in einem Interview deutlich, in dem der 20-jährige Nickelodeon-Star und Popsängerin offenbarte, dass sie von Dämonen gejagt wird. Außerdem wurde am 15. August 2014 berichtet, dass Ariana Grande die Kabbalah praktiziert, so wie es auch Madonna und andere Stars tun. Schauen wir mal, was in diesem Artikel über die Kindheit von Ariana Grande berichtet wurde. So heißt es weiter. Grande, die jetzt in Los Angeles lebt, sagt, dass sie ein sehr seltsames kleines Mädchen war, dunkel und verwirrt. Es gab eine Phase, als ich 3 oder 4 Jahre alt war, wo meine Mutter dachte, ich könnte zu einem Serienmörder heranwachsen. Als kleines Mädchen konnte ich zum tasmanischen Teufel werden. Dieser tasmanische Teufel ist in der Tat sehr erfolgreich geworden, weil der Teufel sich ihrer dunklen Seite zu Nutzen gemacht hat, weswegen Ariana Grande dem Teufel ihre Seele verkaufte, so wie Katy Perry, Jay-Z und viele andere. Im Lied Side to Side singt Ariana Grande folgendes. Denn heute Nacht mache ich Geschäfte mit dem Teufel und ich weiß, dass es mich in Schwierigkeiten bringen wird. Es gibt viele Menschen, die solche Lieder hören oder andere Aussagen dieser Stars und glauben, dass dies alles nur ein riesen Marketing-Gag wäre, weil es den Teufel ja gar nicht gibt, während wir Christen ganz genau wissen, dass Satan und seine Dämonen real sind und nicht schlafen, sondern ausgehen, um die Menschen zu verführen,
damit sie die Wahrheit nicht erkennen, und zwar denjenigen, den Satan nicht verführen konnte, nämlich Jesus Christus. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Abvers 25 steht geschrieben: Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Und auch Ariana Grande hat davon gesungen, dass sie weiß, dass sie die Geschäfte mit dem Teufel in Schwierigkeiten bringen wird, aber sie hat es trotzdem getan, um reich, berühmt und angebetet zu werden, was viele Stars dieser Fernseher tun, weswegen ein Großteil dieser Unterhaltungsindustrie nichts anderes ist als moderner Götzendienst. Deswegen werden Hollywood-Schauspieler wie Christian Bale sogar von der Kirche Satans gelobt. Herzlichen Glückwunsch! So heißt es über die Golden Globes 2019. Golden Globes 2019. Die Kirche Satans lobt Christian Bale dafür, dass er dem Satan gedankt hat. Außerdem sei Dark Knight der beste Batman aller Zeiten, stellt der Satanist fest. Bale sagte dem Publikum und den Millionen, die zu Hause zuschauten: Danke Satan, dass du mich inspiriert hast, wie ich diese Rolle zu spielen habe. Die meisten Zuschauer und Zuhörer meinten wohl in dem Moment, dass Christian Bale Spaß machte, weil es ja so witzig ist, dem Satan zu danken, während einige Zuschauer und Zuhörer in dem Moment genau wussten, dass er es ernst meinte. Die amerikanische Popsängerin Lady Gaga hat bereits über 150 Millionen Tonträger verkauft und sagte, dass der Geist ihrer toten Tante Joanne sie vor der Kokainsucht gerettet habe, was laut Bibel nicht möglich ist, da Tote kein Bewusstsein haben, weswegen es sich also ebenfalls um einen unreinen Geist gehandelt hat, denn Lady Gaga sagte außerdem, dass die Teufel, also die Dämonen, versucht haben, sie einzunehmen, was natürlich erklären würde, warum sie so Gaga ist. Am 3. Januar 2012 wurde über Lady Gaga außerdem Folgendes berichtet. Lady Gaga wird beschuldigt, an einem blutigen, satanischen Ritual im Londoner Hotel teilgenommen zu haben. Die Sängerin badete im Blut als Teil eines satanischen Rituals. Und auch ihre Musikvideos beinhalten satanische Symbole und okkulte Rituale, zum Beispiel in ihrem Lied Judas, in dem Lady Gaga Folgendes singt. Ich liebe Judas, ein König ohne Krone. Judas ist der Dämon, an dem ich hänge. Und denken wir daran, dass Judas laut Bibel derjenige war, der Jesus verraten hat, weil ihn, nämlich Judas, dasselbe Wesen verführte, das auch Lady Gaga und die anderen okkulten Stars verführt hat, nämlich Satan, der Teufel. Jesus sagte in Johannes 6, Vers 70 und in Kapitel 13, Vers 2: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Als schon der Teufel dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihn, nämlich Jesus, zu verraten. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, nämlich in Judas. Kommen wir zum US-amerikanischen Musiker und Gitarristen Carlos Santana. Er berichtete in einem Interview, dass er für seine Musik Botschaften von einem Wesen namens Metatron bekommen hat, was nichts mit Transformers zu tun hat, sondern eher mit einem unreinen Geist, von dem Satana inspiriert wurde. So sagte er in diesem Interview des Jahres 2000 Folgendes: Man meditiert und hat die Kerzen an, du hast den Weihrauch und du hast gesungen und plötzlich hörst du diese Stimme. Schreib das auf. Er sieht Metatron in seinen Träumen und Meditationen. Er sieht ein bisschen wie der Weihnachtsmann aus, weißer Bart und eine Art lustiger Kerl. Metatron, der durch die Jahrhunderte in mystische Disziplinen erwähnt wurde, erscheint auch als Auge im Dreieck. Dieser Metatron erscheint also unter anderem als Auge in einem Dreieck, was wir auch als Symbol der Illuminaten kennen, das für Okkultisten das allsehende Auge Luzifers darstellt, dessen Licht seine Elite erleuchten soll. Während Ariana Grande ganz genau wusste, dass es Dämonen waren, die sie verfolgten, so hat Santana dieses Wesen Metatron wahrscheinlich für eine Art Engel gehalten, weswegen wir laut Bibel auch die Geister voneinander unterscheiden sollen, weil nicht alle Geister von Gott gesandt sind. Im 1. Timotheusbrief heißt es in Kapitel 4, Vers 1: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden.